Moin Moin, ich bin Patrick von Meile. Ihr alle kennt unsere HD-Produktlinie. Das sind technisch verbesserte Teile durch unsere Produktingenieure. Das machen wir jetzt mittlerweile schon seit über 20 Jahren. Und wir machen natürlich auch nicht Stopp bei dem Wandel, der uns gerade bevorsteht im Zuge der Elektromobilität. Auch hier wollen wir weiter Verbesserungen bringen. Neben mir haben wir ein schönes Modell 3 von Tesla. Hier kommt es vermehrt zu Knarzgeräuschen aus dem Bereich Fahrwerk. Wie sich das genau anhört und anfühlt, schaut gerne selber. Mittlerweile sind weltweit über 700.000 Tesla-Fahrzeuge von diesem Problem betroffen. Harte Knarzgeräusche, die aus diesem Fahrwerksbereich kommen. Wir haben das Problem erkannt, wir haben eine Lösung dafür gefunden. Natürlich in Meile HD, hält deutlich länger als das Originalteil. Und wie das im Detail aussieht, das schauen wir uns jetzt direkt am Fahrzeug an. Wir haben jetzt einmal vorne links das Rad demontiert und sind jetzt gleich am offenen Herzen, können den gesamten Fahrwerks- und Lenkungsteilebereich sehen. Eine Besonderheit, die hier in dem Fall eben auffällt, ist tatsächlich dieser Wasserablauf hier oben rechts. Das ist der Ablaufkanal von der Windschutzscheibe bei Regen oder bei Starkregen. Hier sprudelt das Wasser förmlich raus und trifft auf unsere Fahrwerks- und Lenkungskomponenten. In dem Fall unseren oberen Führungslenker, den oberen Querlenker. Und das ist natürlich nicht das alleinige Problem, sondern wir haben generell ein Zusammenspiel zwischen diesem Wasserablauf und der Technologie, wie der Querlenker produziert wurde. Wir haben jetzt hier mal einen Tesla-Querlenker, wie er exakt hier am Fahrzeug verbaut wurde. Das ist ein Verbundlenker zwischen Stahl und Kunststoff. Gerade das Führungsgelenk hier ist einmal vollständig mit Kunststoff umspritzt. Der Querlenker arbeitet natürlich im dynamischen Betrieb. Gerade bei Elektrofahrzeugen haben wir natürlich sehr, sehr hohe Drehmomentkräfte, die dazu führen, dass solche Fahrwerksteile natürlich auch extremsten Belastungen ausgesetzt sind. Das Kunststoff löst sich hier vom Stahl. Es bildet sich eine Lücke bzw. Risse, Wasser dringt ins Gelenk ein, sorgt für Korrosion und das eben zu diesen Knarzgeräuschen, die wir vorhin jüngst gehört und gesehen haben. Hier haben wir jetzt gleich unseren Meile HD Querlenker. Wir schauen uns den jetzt mal im direkten Vergleich an und da fällt uns schon auf, gerade optisch, farblich haben wir hier starke Unterschiede. Kunststoff-Stahlverbund bei OE Tesla, wir geschmiedetes Aluminium, Leichtbauweise, wir sparen hier schon gut und gerne 700 Gramm, gerade Stichwort ungefederte Massen, trägt natürlich positiv zum Fahrverhalten bei. Was haben die Ingenieure noch gemacht? Wir hatten ja diese Grundproblematik, wenn wir auf der Rückseite noch mal gucken, mit diesem Kunststoff, dass er sich vom Stahl löst, Wasser dringt ein, Korrosion beginnt, die bekannten Knarzgeräusche. Und jetzt schauen wir uns den Meile HD Querlenker an. Vollständiger Grundkörper inklusive des Gehäuses für das Führungsgelenk. Das heißt, hier kann überhaupt kein Wasser mehr eindringen. Wir haben diese Problematik vollständig ausgemerzt. Des Weiteren natürlich, wie so oft bei Meile HD, vergrößerter Kugeldurchmesser. Wir haben hier das Original von Tesla um 3 mm auf Meile HD erhöht für eine längere Lebensdauer. Und klar, für die Ingenieure aus Prinzip war es eben auch schon eine Herausforderung, dann noch zu sagen, okay, wenn wir den Lenker jetzt schon einmal neu designen, dann machen wir natürlich auch die Buchsen neu. Die wurden komplett überarbeitet mit einer anderen Schorhärte und einer anderen Steifigkeit. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, diese Elektrofahrzeuge sind sehr dynamisch mit sehr, sehr viel Drehmoment. Und dementsprechend war es für uns ein leichtes, diese Buchsen darauf auch nochmal auszulegen. Ihr wollt weiterhin gerne mehr darüber erfahren, folgt uns auf Social Media, Instagram, Facebook oder auch auf unserer Homepage. Wir wünschen euch viel Spaß beim weiterhin leisen Fahren mit Elektrofahrzeugen. Bis bald. Tschüss.